Community Talk von Jugend Hackt. Und ich bin Liv. Ich habe auch schon den, ich glaube, dritten Community Talk moderiert. Und heute dachte ich, reden wir ein bisschen über Mentoring. Weil das ist ja auch das, was irgendwie Jugend Hackt so von anderen Hackathons unterscheidet, dass man irgendwie in einer Community zusammen lernt und zusammen Sachen machen. Und stellvertretend für alle Jugend Hackt-Teilnehmer, die schon mal sowas in die Richtung gemacht haben, anderen Leuten geholfen haben, jüngeren Teilnehmern irgendwie was beigebracht haben, haben wir Jana und Noah eingeladen. Und genau, Jana und Noah sind zwei Jugend Hackt-Teilnehmer, die beide auch schon sehr lange dabei sind. Genau, Jana war 2014 das erste Mal bei Jugend Hackt vorbei, also vor gut 6 Jahren. Und war dann nach ein bisschen Pause 2018, aber auf allen Jugend Hackt-Veranstaltungen, hat da also auch, oder fast allen, und hat da dann sehr, sehr viel Erfahrung natürlich gesammelt, einerseits mit Programmieren, aber natürlich auch so auf der sozialen Ebene, wie das mit Mentoring und sowas funktioniert. Und genau, dann hat sie vor ein bisschen, vor einem Jahr, war sie ja mit der Schule fertig, war im Ausland und hat noch weiter Programmieren gemacht und fängt dann jetzt an, Informatik zu studieren. Genau, das ist Jana. Und Noah war 2015 das erste Mal bei Jugend Hackt dabei und dann 2016 auch und die Jahre danach auch und war dann auch in Indien. Und genauso wie Jana. Also daher kennen sich, glaube ich, die beiden auch ganz gut. Und sind beide jetzt auch 18, beziehungsweise fast schon, glaube ich, 19. Und sind dann jetzt hier an der Schwelle, wo man vielleicht von Teilnehmer dann auch zu Mentorin wechseln kann. Und deshalb dachten wir, das sind zwei ganz interessante Leute, die mal so kennenzulernen, wie deren Jugend Hackt Erfahrung so aussieht. Genau, das seid ihr beide. Ich kenne euch ja auch beide. Also ich habe Jana bei Jugend Hackt München 2020 kennengelernt und mit Noah war ich jetzt am Wochenende bei Jugend Hackt Linz in einem Team. Wenn Jana, wenn du gesagt hast, so am Anfang irgendwie war es vielleicht nicht so, wie du dir es vorgestellt hast, aber dann, als du so Mentoring von anderen Teilnehmern erhalten hast, irgendwie war es plötzlich irgendwie viel besser. Also ich finde, das zeigt ja auch schon einfach, wie wichtig es ist. Und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen, einfach um vielleicht anderen Teilnehmern, die jetzt auch schon vielleicht ein bisschen mehr Programmiererfahrung haben, ein bisschen zeigen zu können, so an euch exemplarisch. Irgendwie so kann Mentoring auch funktionieren. Also es gibt nicht nur diese offizielle MentorInnen-Teilnehmer-Ebene, sondern es gibt auch so TeilnehmerInnen-Ebene, sowas gibt es auch. Genau, und wie war das denn so? Also habt ihr euch irgendwann dazu entschlossen, so, ja, jetzt bringe ich anderen Teilnehmern auch mal was bei? Oder seid ihr da eher so ein bisschen reingerutscht? Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Also nach dem Jugend Hackt 2017, da hatten wir Stand-Up-Meetings gemacht und das war wirklich sehr praktisch bei Hackathons. Und daraufhin haben wir die eigentlich, oder habe ich die in fast jeder Gruppe und fast bei jedem Jugendhackt gemacht, das darauf gefolgt ist. Und was das Technische angeht, das kommt irgendwie. Also irgendwann ist man an einem Punkt, wo man merkt, oh warte, ich kann jetzt so viel, dass ich anderen Leuten was beibringen kann. Oder inzwischen weiß ich, dass jeder Mensch irgendeinen Editor braucht und irgendwie GitHub braucht, damit es einigermaßen funktioniert. Dann lass uns das doch alle mal am Anfang installieren. Und das ging dann irgendwie immer so Schritt für Schritt, bis halt Indien so die Krönung war, wo man dann irgendwie fast, naja, nicht ganz alleine zuständig war für eine Gruppe. Okay, das klingt aber ja auf jeden Fall gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, wenn man so wirklich sagt, ab jetzt rutsche ich eher so in die Mentor-Ebene rein. Aber ich glaube, was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass man eben immer noch Teilnehmer ist. Also genau, man soll ja auch immer noch als Teilnehmer Spaß haben. Ja, also ich möchte da noch kurz einwerfen, dass es ja zwischen den Teilnehmern und den Mentoren auch den Unterschied im Mathekonsum gibt. Ne? Die Teilnehmer dürfen irgendwie maximal 3 Mate pro Tag trinken, die Mentoren eigentlich beliebig viel. Und in diesem Punkt bin ich eigentlich schon immer Mentor, würde ich mal so behaupten. Interessante Definition des Unterschiedes, aber durchaus okay. Aber
gab es denn für euch so bestimmte MentorInnen, die euch irgendwie so da, die euch noch so im Gedächtnis bleiben, wo ihr irgendwie sagt, okay, wegen denen wollte ich noch länger dabei bleiben oder die haben mich motiviert, noch weiterzumachen. Gab es da so jemanden bei euch? Ich habe schon öfter das Jugendhack in Berlin 2017 erwähnt, aber 2016 in Köln war dieser Mentor auch da. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, es tut mir sehr leid, aber wir hatten ihn als Mentor 2017 und er hat sich dann hingestellt und gemeint, so Leute, wir brauchen hier ein bisschen Team, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht dies, in 2 Stunden treffen wir uns wieder und wir schauen, wo wir sind. Und es war gar nicht, also natürlich war es Zeitdruck, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was Hackathons ausmacht. Und 2016 war er in Köln auch dabei und ich weiß, dass ich ihn bei einem anderen Team gesehen hatte und dachte, boah, das ist ein cooler Mentor. Und dann hatten wir ihn selber in unserem Team 2017 und das war echt cool. Und es hat auch wirklich geholfen, fand ich, dass wirklich jeder im Team was zu tun hatte. Also wir waren ein großes Team, wir waren irgendwie 8, 9 Leute und trotzdem, glaube ich, hat jeder am Ende irgendwie was dazu beigetragen. Der bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Genau. Noah, gab es bei dir irgendeinen Mentor? Ja, also ich glaube, die Liste ist recht lang. Ich erinnere mich auch noch an einen, wo ich aber den Namen nicht kenne, das war in Hamburg, ich glaube 2018. Und der hat mir CAD-Modeling, also Online-3D-Modeling, beigebracht. Und damals war das, weil wir das irgendwie für unser Projekt so ein bisschen gebraucht haben, da wollten wir irgendwas mit dem Lasercutter machen, da hat er mir das halt mal nebenbei gezeigt. Wobei eigentlich andere das gemacht haben, dieses Modell. Und er hat es mir, glaube ich, einfach nur gezeigt, weil wir sonst nichts zu tun hatten. Das Projekt war nicht so groß. Und dann habe ich einige Jahre später, habe ich festgestellt, das ist ja voll nützlich, als ich nämlich angefangen habe, für den 3D-Druck dann selber die CAD-Dateien zu erstellen. Und dann fällt mir noch der Name von Jakob ein, der ist ja ein Mentor aus Dresden, den treffe ich eigentlich immer wieder, auch auf dem Kongress und so. Und das macht auf jeden Fall immer sehr viel Spaß, sich mit ihm auszutauschen. Genau, ich finde es, genau. Aber also total lustig, dass ihr da beide so Leute habt, auch an deren Namen ihr euch nicht mehr erinnert. Aber falls ihr gerade jemand zuguckt, auf den diese Beschreibung zutrifft und der diese 2 Personen kennt, ich glaube, die würden sich vielleicht freuen. Dann kann man mal wieder reconnecten. Es ist ja bestimmt auch schön zu wissen, dass man irgendwie so einen Eindruck hinterlassen hat. Und so Eindruck hinterlassen. Das ist ja vielleicht auch irgendwie sowas, das klingt jetzt erstmal so negativ. Aber an sich ist das ja Mentoring. Man möchte irgendwie Leuten ein positives Vorbild sein. Findet ihr, dass man das als, ich nenne euch jetzt mal so Teilnehmer-Mentor, dass man da sagen wir, nur so eine technische Person ist, die so da noch mithelfen kann oder findet ihr auch, dass man da noch so eine soziale Komponente dazu hat? Naja, also ohne diese soziale Komponente wäre Jugendhack ein bisschen sinnlos. Also das, finde ich, ist schon ein essentieller Bestandteil. Sonst kann ich nämlich auch in meinem dunklen Zimmer sitzen und alleine programmieren. Also das finde ich auch auf jeden Fall schön, dass man sich irgendwie ein bisschen besser dadurch kennenlernt, dass man zusammen programmiert. Und da freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich jemandem was beibringe und das nicht nur am Ende ist, danke, du hast mir was beigebracht. Und so, ja, habe ich gern gemacht, tschüss. Sondern wenn man danach halt sich irgendwie auch noch ein bisschen in Kontakt bleibt da. Ja. Genau, also ich glaube, was man bei mir gemerkt hat, ist, dass mir persönlich die Mentoren tatsächlich am meisten geholfen haben, die so ein bisschen Struktur reingebracht haben oder die ein bisschen sich um das Soziale gekümmert haben. Weil am Ende, ich kann googeln. Ich brauche dann vielleicht 3 Stunden, aber irgendwie kriege ich es hin, dass dieses Scheißding zentriert ist auf der Webseite. Irgendwie kriege ich das hin. Aber in zu versuchen, die ganze Gruppenstruktur und Dynamik zu ändern oder dass es einfach am Anfang so einen gewissen Grundton hat, das kriegt man, glaube ich, als Teilnehmer oder als Teilnehmende am Anfang nicht wirklich gut hin. Und da, finde ich, sind Mentoren schon wichtig und fand ich, waren für mich mit am wichtigsten in dem Punkt. Genau, ich glaube auch, also so aus meiner Erfahrung, als ich das erste Mal bei Jugendhackt war, das war vor ein bisschen weniger als einem Jahr in Frankfurt, also ich bin noch im Gegensatz zu euch echt noch sehr, sehr neu dabei. Aber da weiß ich noch, ich bin angekommen und ich hatte so ja gar keine Ahnung, wie das alles ist. Also ich habe da vorher auch noch nie wirklich, ach doch, ich habe was von gehört, aber ich war vorher noch nie bei einem Event und ich weiß noch, da waren dann auch Mentoren, die dann auch einfach mal so
so in den Pausen oder so einfach mal auf einen zugekommen sind und sowas. Und ich finde, das wird auch total geholfen, weil ich glaube, manchmal kann es schon so ein bisschen so wirken, dass es so die Leute gibt, die schon 20 Mal dabei waren, die sich dann natürlich auch alle kennen aus irgendwelchen Events und Zulip. Und ich glaube, manchmal kann es dann ein bisschen schwierig sein. Und ich glaube, dass da entweder offizielle Mentorinnen oder so Teilnehmer-Mentorinnen total hilfreich sein können, so ein bisschen Leute, die Gruppe reinzuholen und so ein bisschen das auch inklusiver zu gestalten. Und apropos, naja, inklusiv gestalten passt jetzt dann nicht doch so gut. Aber wir wollen auch eure Fragen hier hören. Also wenn ihr gerade auf Twitch zuguckt, dann schreibt doch einfach mal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Sonst kann man aber Philipp auch im Zulip schreiben, falls ihr in der Zulip-Community seid oder sonst sicherlich auch auf Twitter oder so. Aber ich glaube, Twitch ist ja der einfachste Weg. Und dann beantworten wir hier eure Fragen, beziehungsweise ich reiche sie weiter. Genau. Würden uns total über Fragen freuen. Das macht es auch immer noch mal ein bisschen spannender, so von außen ein paar Fragen zu bekommen. Genau. Und jetzt haben wir ja viel irgendwie geredet zwischen, oder so, dass es so ein bisschen so zwei Arten von Mentoring gibt. Einmal so dieses offizielle, so Mentoren-Mentoring und dann ja noch dieses teilnehmende Mentoring. Was würdet ihr so sagen, ist da so der größte Unterschied? Also, was sind so die Vorteile davon, dass ihr TeilnehmerInnen und Mentorinnen seid? So, Jana, kannst du vielleicht dazu irgendwas sagen? Ja, also ich werde Ende des Jahres das erste Mal richtige Mentorin sein. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, wenn man Teilnehmer ist und ein Teil von einer Gruppe ist, dann ist das irgendwie so ein bisschen sein Projekt. Und man hat am Ende auch eigenen Code geschrieben, den man gemacht hat. Und es ist vollkommen akzeptiert, wenn man sagt, okay, Leute, ich setze mich jetzt für 2 Stunden irgendwo hin, ich möchte jetzt programmieren. Als Mentorin ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Und das ist dann, natürlich ist es auch irgendwie sein Projekt, weil man hat ja die Gruppe betreut, aber es ist irgendwie auch nicht ganz sein Projekt, weil man hat nicht den Code dafür geschrieben. Und ich glaube, dass man am Ende nicht auf der Bühne steht und nicht voller Stolz präsentieren kann, was man gemacht hat. Ich glaube, das ist somit der größte Unterschied. Noah, siehst du es genauso? Ja, also ich denke schon, dass das, ja, hätte ich auch so ungefähr gesagt. Also was ich eigentlich auch das Schöne finde an JugendHackt ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass Leute zuhören, was ich für Ideen habe und was ich für eine Meinung habe und dass ich da ja mich sehr viel mit einbringen kann. Und weiß nicht, meine Sorge ist so ein bisschen, dass man als Mentor irgendwie daneben steht und zuhört und dann halt mal irgendwie so ein bisschen unterstützt. Aber was ich halt auch wirklich mag, dass ich bei JugendHackt immer sehr viel sehr dämliche Ideen habe und dann ich am Ende mit einer dämlichen Idee und einem Aluhut auf der Bühne stehe. Ja, genau. Das dann präsentieren kann. Das macht mir auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. Und auch am Präsentieren an sich habe ich eigentlich viel Spaß. Also mir macht es, ich habe, ja, ich habe Spaß dran, irgendwie davor Leuten zu reden und zu erzählen, was ich so mache. Okay. Ich glaube, was auch noch einfach so ein großer Unterschied ist, ist, dass so als Teilnehmer, Mentor ist man ja auch nicht so, also ich fand immer so beim ersten Jugendhackt-Event dachte ich ja so, oh mein Gott, die Mentoren. Und irgendwie ganz viele haben auch die Mentoren gesiezt. Und wo ich jetzt weiß, so, okay, das macht man nicht. Aber dass das irgendwie schon nochmal so eine andere Ebene ist. Und ich finde das total toll, dass es die gibt. Und auch einfach, dass man mal sehen kann, irgendwie, es gibt erwachsene Leute, die machen da auch so coole Sachen und die haben so viel Erfahrung. Und ich glaube, das ist total gut, dass es die gibt. Aber ich finde es auch gut, dass man auch sehen kann, okay, es gibt auch Menschen in meinem Alter, die vielleicht 1, 2 Jahre älter oder vielleicht auch jünger sind, die sagen, sich auch selber einbringen können und dann so eine Vorbildrolle haben können. Die ja vielleicht einfach altersmäßig noch ein bisschen näher dran sind und man hat nicht so viele Regeln, wie du ja auch schon gesagt hast. Man kann ja auch selber programmieren, was ja vielleicht, das stelle ich mir auch als offizielle Mentoren sehr schwierig vor, wenn man irgendwie gerne programmiert und dann sitzt man da und Das ist betreut ein Projekt. Ja, genau. Ich glaube, das ist nicht einfach. Genau. Und dann haben wir ja, wir haben ja auch schon vorher einmal so ein bisschen so hier vor so ein kleines Meeting gehabt, wo wir auch schon mal darüber diskutiert haben. Aber so, was ist denn eure Motivation dabei? Also es gibt ja stimmt viele Motivationen, irgendwie sowas zu tun, aber es ist bei euch eher, dass ihr denkt, okay, wenn ich was erkläre,
vertiefe ich es bei mir auch nochmal oder habt ihr da irgendwelche besonderen Motivationen bei? Also Jugendhackt hat mich sehr, was heißt geprägt? Das hört sich immer so, wenn ich das sage, hört sich das immer so pathetisch an. Aber es hat mich durchaus schon geprägt, weil ich halt einfach während meiner Pubertät voll oft bei Jugendhackt war. Und ich würde sagen, es hat mich zum Positiven geprägt, dieses unter normalen Menschen sein, du bist okay, so wie du bist und es ist alles in Ordnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte der Community was zurückgeben und dafür sorgen, dass andere Menschen auch diese Erfahrung haben. Und das hört sich immer so hochgestochen an, so als ob ich versuche, die Welt zu retten, aber das will ich gar nicht. Nur wenn ein Mensch irgendwie wegen mir nochmal zu Jugendhackt kommt, wäre das auch schön. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel und ich finde nicht, dass sich das zu viel anhört. Ich finde, das ist hast du gut formuliert. Ja, also meine Motivation ist so ein bisschen, dass ich irgendwie finde, es gibt einfach zu wenig gute Angebote. Also ich finde erstens zum Beispiel, dass in der Schule der Informatikunterricht oft einfach kacke ist. Und ich finde es schade, wenn Leute dadurch die Lust am Programmieren verlieren. Wenn man so im Informatikunterricht sitzt und so hinkommt, oh, endlich Programmieren lernen, finde ich cool. Und dann steht da vorne so ein Lehrer, der das mit null Motivation und null Ahnung präsentiert. Dann verliert man total die Lust daran, obwohl man vielleicht eigentlich ziemlich gut dafür geeignet wäre und einem das total viel Spaß machen würde. Und an der Stelle möchte ich einfach Leuten die Möglichkeit geben, das nochmal anders zu erleben und nochmal anders zu lernen. Okay, ja, doch, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Aber wenn man das auf so einer größeren Ebene sieht, ist, glaube ich, Programmieren einfach auch zumindest in Grundzügen sehr wichtig, um irgendwie so das digitale Umfeld von einem zu verstehen und auch um sich irgendwie selber zu partizipieren digital. Und da hilft natürlich Jugendhackt unter anderem auch extrem, wenn man halt lernt, wie man programmieren kann. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Teil der digitalen Jugendbildung. Das stimme ich dir auf jeden Fall dazu. Genau, Noah, du hast ja gerade schon so ein bisschen das Thema so, es gibt ja so das tolle Wort außerschulisch, vielleicht können wir mal außer Jugendhackt als Wort irgendwie einführen. Genau, jetzt reden wir ja immer so über Mentoring bei Jugendhackt und es klingt vielleicht so ein bisschen, als könnte man nur hier Mentoring erfahren und Programmieren lernen. Aber es gibt ja auch durchaus Leute, die vielleicht keine Zeit haben oder im Moment mit der Pandemie irgendwie nicht reisen können und wo die Online-Formate vielleicht nicht passen sollten. Was würdet ihr denn so sagen, gibt es da für euch, würdet ihr sagen, auch irgendwelche Ressourcen? Also wie kann man so ein bisschen Mentoring erfahren, wenn man vielleicht nicht bei Jugendhackt ist, aber denkt, ich möchte Programmieren lernen? Habt ihr da irgendwelche Tipps oder wie man sich vielleicht selber, wenn man selber seinen eigenen Mentor spielen kann? Ich kenne ein paar Sachen, die auch in Deutschland sind. Es gibt zum Beispiel Kurse von der Haber Digitalwerkstatt, das ist aber für ganz kleine, also ich glaube bis 8 Jahre oder so. Es gibt die Hackerschool, die machen immer wieder Kurse. Und es gibt einen Verein in Stuttgart, der heißt Ready to Code. Und ich weiß nicht, ob die momentan Sommerpause machen, aber normalerweise haben die immer mittwochs ein Meetup für Mädchen, die programmieren. Und da kann man so ein bisschen einfach so erzählen, was man gemacht hat. Und sonst, es gibt super viele Coder-Dojos in super vielen Städten. Und da kann man einfach nachschauen. Vielleicht macht ja die Stadt, in der man gerade ist, inzwischen auch schon wieder das Coder-Dojo in Präsenz oder online. Und da hat man dann vielleicht einmal kurz erklären, was ein Coder-Dojo ist. Genau, ein Coder-Dojo findet einmal im Monat meistens statt oder alle 2 Wochen und man trifft sich mit anderen Menschen, trifft dort andere Menschen, die programmieren, teilt seine eigenen Projekte, fängt an, mit anderen Menschen zu arbeiten. Es ist so ein bisschen wie Jugendhackt, nur dass man mit seinen eigenen Projekten kommt und man hat trotzdem diesen Vernetzungscharakter, den man bei Jugendhackt auch hat und da rennen auch ganz viele Mentoren rum. Genau, ich glaube, das sind auf jeden Fall schon total gute Sachen, die du da angesprochen hast. Eine Empfehlung, die ich vielleicht noch habe, ist, wenn man irgendwie in einer Stadt wohnt, gibt es oft auch irgendwie eine lokale Gruppe des Chaos Computer Clubs, wo ja auch viele Leute von Jugendhackt irgendwie aktiv sind. Und oft gibt es dort, wenn man schon so ein bisschen älter ist, irgendwie so offene Treffen, wo man hinkommen kann. Aber manchmal gibt es da auch so Gruppen für Jugendliche, die programmieren lernen wollen und sowas. Das könnte, glaube ich, auch noch eine gute Möglichkeit sein. Generell, also es gibt in fast jeder Stadt in Deutschland inzwischen Hackspaces, die oft auch irgendeinen Hackday haben,
wo dann, also ich weiß nicht, ich war einmal im Hackspace in Saarbrücken, da war ich dann die einzige unter 35-Jährige und das einzige Mädchen, aber normalerweise ist das nicht so und normalerweise ist da auch eine diverse Gruppe an Menschen. Man kann da auch mit seinen eigenen Projekten hinkommen. Genau, ich glaube, das ist so ganz wichtig, nochmal so zu betonen, so Jugendhackt ist wunderbar und ich glaube, wir würden hier nicht sitzen, wenn wir nicht das Konzept und auch die Ausführungen sehr toll finden würden, aber wenn ihr zuguckt und noch nie dabei wart und das irgendwie für euch nicht möglich ist, ist es nicht das Einzige, wie man das lernen kann. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn es immer neue Leute gibt. Genau, und neue Leute ist ja generell immer ein Thema bei Jugendhackt. Also oft teilt es sich dann ja wirklich leider irgendwie auf in Leute, die sich schon kennen und vielleicht neue Leute. Aber was sind denn so eure Strategien, vielleicht neueren Leuten Sachen beizubringen? Also habt ihr da, denkt ihr euch am Anfang so, okay, hier habe ich jetzt meinen 10-Punkte-Plan, den muss ich jetzt abarbeiten? Oder Noah, hast du da irgendwelche anderen Strategien? Also zum Beispiel bei Jugendhackt in Ulm letztes Jahr, da habe ich irgendwie nicht so richtig ein Projekt gefunden, wo ich wirklich was mit anfangen konnte. Und dann habe ich sozusagen, hat mich am Ende eine von den Mentorinnen da so ein bisschen für ein Projekt überredet. Und da habe ich so gedacht, na gut, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht so meine Projektidee, aber da waren einfach viele Leute drin, die noch nie bei Jugendhackt waren und noch keine Programmiererfahrung haben. Und dann bin ich damit in diese Gruppe und am Anfang haben wir so ein bisschen Aufgaben verteilt und dann habe ich so gesagt, mir ist es egal, was ich mache, ich gehe einfach mit zu jemandem dazu, der Hilfe braucht und wo ich da irgendwie noch Unterstützung leisten kann. Und dann hat am Ende einfach irgendjemand so gesagt, ja, hier, kannst du das mit mir machen. Hat es einfach so gemacht. Und bei dir, Jana? Ja, ich glaube, bei Jugendhackt ist einfach vieles projektbasiert, was halt einfach auch Sinn macht. Es geht ja um Hackathon, es geht ja darum, am Projekt auch irgendwie zu lernen. Und dementsprechend war auch immer das, was ich gementort habe. Also klar, am Anfang gibt es irgendwie die 10 Minuten, die man dann runterratet, was es überhaupt geht und was ist GitHub. Und das kann man dann irgendwann gefühlt so aus dem Schlaf heraus erzählen. Aber alles darüber hinaus ist mehr oder weniger einfach, naja, schauen, was man halt eben braucht und dann irgendwie sich zusammenzuklamausern. Ich hatte auch oft die Erfahrung, dass ich selber Sachen erklärt habe, die ich selber nicht verstanden habe und dann während dem Erklären verstanden habe. Also das passiert auch regelmäßig und das geht auch irgendwie klar. Naja, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung. Also als ich dann in Frankfurt 2019 das erste Mal dabei war, haben wir Parteiduell gemacht, was ja jetzt Projekt ist, das schon relativ lange läuft. Genau. Und wir dachten so, okay, das Frontend ist ja immer so das, was dann die Daten kriegt und sie dann darstellt, also so das, was man sieht eigentlich. Also wenn man auf parteiduell.de geht, das ist das Frontend, was man dann sieht. Und dachten so, okay, wie machen wir das denn? Und dann ist irgendwie die Wahl auf React gefallen und React ist so ein JavaScript-Framework, mit dem man, sagen, so ein bisschen vereinfacht dann so ein Frontend schreiben kann. Also es hat die Vorteile, dass man nicht immer alles neu schreiben muss und so, sondern man kann viel wiederverwenden und so. Und ich hatte damit ein bisschen Erfahrung, aber ich hätte mir jetzt nicht zugetraut, da drin jetzt so ein ganzes Frontend zu schreiben. Aber irgendwie haben wir dann irgendwann irgendwie in der Gruppe festgelegt, okay, wir schreiben das in React. Und dann hat das irgendwie noch eine andere Gruppe gehört und meinten so, okay, wir benutzen jetzt auch React. Von denen hat das noch nie jemand benutzt. Und meine lebendigste Erinnerung an Jugendhackt Frankfurt 2019 war, dass wir dann nachts um, ich glaube, 3 in der Unterkunft saßen. Das war total toll. Es gab so ganz so riesige so Sitzsäcke und es war eher so eine Richtung so hotelmäßig. Und deshalb hatten die so einen Konferenzraum und daraus haben wir uns dann so, wie heißen die denn? So Whiteboards, aber mit Papier, wo man so die Blätter abreißen kann, uns geholt. Und dann habe ich versucht, Leuten nachts von ungefähr 1 bis 3 React zu erklären. Es war auf jeden Fall abenteuerlich, aber da habe ich das auch so ein bisschen gemerkt, so ich muss es auch nicht perfekt verstehen, weil andere Leute können ja den Rest dann auch sich selber aneignen, aber so, dass es so ein tolles Gefühl auch ist, wenn man irgendwie mit Leuten sein Wissen teilen kann, auch wenn es nicht perfekt ist und so lernt man ja auch zusammen. Also dann haben wir oft so, also ich glaube, ich habe insgesamt 3-mal darüber geredet oder so, aber oft haben wir dann so eine ganz kleine Anwendung geschrieben, so wirklich so 10 Zeilen oder so. Und dann lernt man damit ja auch einfach immer noch mal mehr. Und wie kann ich das noch verbessern? Und das, finde ich, war auch so ein ganz, ganz guter Aspekt einfach, dass man
selber davon auch nochmal so viel mitnehmen kann. Ich glaube, jeder, der in Jugendtag Frankfurt war, erinnert sich daran, wie müde wir morgens alle waren, weil wir bis 3 Uhr wach waren und entweder Schriftarten für Parteiduell rausgesucht haben oder versucht haben, React zu verstehen. Aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um erstens nochmal Fragen zu stellen und zweitens ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um, glaube ich mal, so dieses offizielle Mentoring so ein bisschen genauer uns anzugucken. Und dazu dachten wir, dass wir erstmal ein Video gucken, um das so ein bisschen, wir haben ja hier gerade keinen offiziellen Mentor, deshalb gucken wir jetzt mal ein Video und dann reden wir darüber so ein bisschen. Genau, das ist jetzt der Plan. Ich bin Jelka, ich bin 35 Jahre alt, Mentorin bei Jugendhakt. Zum zweiten Mal jetzt. Ich hoffe, wir kriegen dann Informationen. Ich arbeite als Selbstständige in Berlin in verschiedenen Bereichen. Im Moment habe ich einen relativ starken Fokus auf Bildungsprojekten, primär mit technologischer Entwicklung und digitalen Welten. Ich finde es super faszinierend an IT, dass man mit relativ einfachen Methoden Informationen gestalten und strukturieren kann und Systeme aufbauen kann. Bin vor allem daran interessiert, natürlich, wie sich junge Menschen mit Systemen und Sprachen auseinandersetzen können, um die Welt tatsächlich zu verändern und zu hinterfragen. Ich bin als Mentorin bei Jugendhakt, weil ich finde, dass es ein super wichtiger Raum ist, der gegeben sein muss für Jugendliche, zusammen rumzuspinnen. Und ich bin auch deswegen hier, weil für mich selber super inspirierend ist zu sehen, wie junge Generationen sich mit gesellschaftlich komplexen oder politisch komplexen Themen auseinandersetzen, dazu versuchen, Projekte zu entwickeln und tatsächlich versuchen, die Welt zu verändern. Das Thema dieses Jahr von Jugendhakt ist Machtcode. Das ist natürlich auch ein Wortspiel. Ich glaube, das Thema Macht ist vielleicht der grundlegende Baustein für IT oder für die Digitalität an sich. Ich glaube, die digitalen Welten unterliegen auf allen möglichen Ebenen bestimmten hierarchischen Strukturen, die natürlich hinterfragt werden müssen. Gesellschaftliche Themen sind auf Hackathons deswegen wichtig, weil alle Mitglieder ein Teil dieser Gesellschaft sind und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man diese bereichern kann, sind für mich persönlich die Essenz von Hackathons an sich. Für die jungen Menschen, die zu Jugendhakt kommen, bietet sich hier ein freier Raum, in dem sich zum einen Ideen entfalten können, die vielleicht sonst nicht so viel Raum finden, in dem viele Fragestellungen stattfinden und wo es nicht nur um das Erlernen oder erstmal primär nicht um das Erlernen von bestimmten Sprachkomplexen geht, sondern wo es darum geht, gemeinsam Projekte zu entwickeln. Also ich bin ja selber mehr in der Maker-Kultur zu Hause als im Coding selber, aber ich merke, dass wenn ich herkomme, ich immer unglaublich Interesse da habe, danach wieder selber auch zu entwickeln und glaube, dass jede potenzielle Mentorin mit ein bisschen Background in einem dieser Bereiche sich auf jeden Fall melden sollte und das einfach ausprobieren sollte, weil man eben selber auch dazulernt und das Miteinander lernen und miteinander arbeiten eben ein unglaublich schöner Prozess ist und sich auf jeden Fall lohnt. So, und jetzt haben wir an das Video geguckt und ich finde, man sieht schon, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen diesem offiziellen Mentoring und so einem Teilnehmer-Mentoring. Aber was ich besonders interessant fand, war so dieses Stichwort, so, dass es inspirierend ist, irgendwie so zu sehen, wie TeilnehmerInnen da sowas macht. Findet ihr es denn persönlich auch sagen, inspirierend, aus Teilnehmerperspektive in so einer Gruppe zu sein? Und so freut ihr euch dann, also was ihr, glaube ich, gesagt habt, sozusagen, es ist so ein bisschen so, dass es sie so inspiriert, wenn es irgendwie so sieht, es gibt so Jugendliche, die sich für auch so gesellschaftliche Themen einsetzen. Seht ihr das genauso? Also inspiriert euch das auch und macht euch das auch glücklich oder seht ihr es eher neutraler? Nee, mich macht das auch glücklich. Also ich fand das vor allem während der Schulzeit so super, dass ich an den Wochenenden richtig oft bei Jugendhack war und da so voll den Motivations-Inspirationsboost bekommen habe, der mich dann so ein bisschen durch die Schule wieder getragen hat für einen Monat, bis das nächste Jugendhack kam. Weil, ich weiß nicht, man vergisst, glaube ich, schnell in der Schule, dass Lernen Spaß macht und dass Lernen etwas ist, was man eigentlich gerne macht und dass auch Arbeiten etwas ist, was man super gerne macht und super inspirierend ist und cool ist. Und dann geht man einmal zu einem Jugendhack und man sieht halt, da sind 30, 40 Jugendliche, die freiwillig ihr Wochenende opfern, um nicht zu schlafen und stattdessen die ganze Zeit vorm Rechner zu sitzen und zu programmieren, weil sie die Welt ein Stückchen besser machen wollen oder einfach nur, weil sie Lust haben, sich einen Aluhut zu bauen. Und das ist einfach super schön. Und das, ach, ich weiß nicht, ich finde, das ist super inspirierend und so eine bestimmte Jugendhack-Atmosphäre, die es
selten bei anderen Events gibt. Ja, da kann ich, glaube ich, nicht viel ergänzen. Ja, und Jana, für dich habe ich auch noch speziell eine Frage so zum Thema Inspiration. Oft ist es ja irgendwie so, dass ja so diese Informatik-Bubble sehr männerdominiert ist. Inwiefern findest du es denn wichtig, dass es auch nicht männliche MentorInnen gibt, die bei JugendHackt irgendwie vor Ort sind? So, wie hast du das so erlebt, dass es da für dich solche Leute irgendwie eine Inspiration auch sein können? Ich glaube, inzwischen ist mir das nicht mehr so wichtig, aber wenn ich jetzt so reflektiere als junge Teilnehmerin, ich glaube gar nicht, dass mir die Mentorinnen wichtig waren, sondern dass es ältere Teilnehmerinnen gab, die Sachen gemacht haben, die ich einfach unglaublich cool fand und ich wollte genauso sein wie die. Und ich glaube, das fand ich wichtiger. Ich weiß nicht, da lief auch ein Mädchen rum. Also ich war ja mit 13 oder 14 das erste Mal bei JugendHackt und ich hatte so eine 18-Jährige in meiner Gruppe und ich fand die unglaublich cool. Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein bisschen inspirierend, dass ich immer wieder hingegangen bin zu JugendHackt, obwohl ich es ja eigentlich, ich meine, ich fand es schon cool, aber nicht so richtig cool. Und vielleicht waren diese Teilnehmerinnen mit ein Grund, warum ich immer wieder hingegangen bin, weil ich dachte, wenn ich lang genug hingehe, werde ich irgendwann wie die. Aber ich finde auch, also mir hat das total gut getan. Einerseits, also als ich da war, gab es gar keine TeilnehmerInnen, die älter waren als ich, glaube ich. Aber ich fand das auch immer total schön zu sehen, dass es gleich alte Leute gibt, aber auch also für mich waren das wirklich dann so die Mentorinnen, wo ich dann so gesehen habe, so okay, das könnte ich in 10, 5 Jahren sein. So. Das hat mir, glaube ich, total geholfen. Da habe ich mich auch so sehr willkommen gefühlt. Genau. Das ist generell etwas, was JugendHackt super auszeichnet, dass all creatures are welcome. So, es ist halt egal, wie man ist, ob man jetzt Lust hat, barfuß rumzulaufen, sich die Haare bunt zu färben, eine Alu zu basteln, ich weiß nicht, warum ich auch mal wieder zurückkomme, oder was weiß ich zu machen. Es ist egal. Man ist so, wie man ist und man ist willkommen und es zählt nicht, wie man aussieht, sondern es geht einfach darum, was man macht. Genau. Das ist ein bisschen angelehnt an eine Frage, die wir bekommen haben. Wie sieht denn so diese Projektfindungsphase aus? Wie kann man da denn noch so ein bisschen so sein Mentoring anwenden? Und könnt ihr einmal so beschreiben, wie so die typische Projektfindungsphase aussieht und wie lange sie dauert? Vielleicht einmal so ein bisschen aus regulärer Teilnehmersicht und einmal so aus vielleicht Teilnehmersicht von Leuten, die schon ein bisschen öfter dabei waren. Willst du einfach mal starten, Noah? Ja, also da gibt es ja eigentlich so, halt das Programm sieht irgendwie so aus, dass man dann an dem, ist das an dem Abend? Ja, genau, das ist so an dem Abend, wo man sich irgendwie so in den so verschiedenen Themengruppen trifft und dann schon mal zusammen so überlegt, entweder welche Ideen gibt es schon, die man so von zu Hause mitgebracht hat oder welche Ideen fallen einem dann dort ein, wo vielleicht irgendwie, weil da gibt es ja auch irgendwie vorher immer noch Haufen Vorträge, wo auch mir oft noch Ideen kommen. Und für mich sieht die Projektfindungsphase dann so aus, dass ich mein Handy raushole und die Liste, wo schon 100.000 Projektideen da draufstehen, dann fange ich einfach mal an, die vorzulesen, dann sortiere ich die ganz blöde raus, die ich vielleicht doch lieber zu Hause mache. Dann lachen erstmal alle und wenn ich Glück habe, dann denkt sich irgendjemand, naja, ganz so dumm ist es vielleicht doch nicht, was der da machen will. Genau, aber das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Manchmal hat irgendwie eine richtig geniale Idee und dann sagen alle gleich, boah, das machen wir. Und weiß nicht, ich habe auch manchmal schon erst dann am Samstag früh mich so langsam entschieden, was ich jetzt eigentlich mache. Jana, hast du doch was dazu zu fügen? Ja, ich glaube, bei mir ist es genau anders. Ich habe keine inzwischen habe ich eine Projektliste, aber die meiste Zeit bei JugendHackt hatte ich keine Projektliste. Und ich bin einfach hingegangen und habe Leute getroffen, die ich entweder schon kannte oder neue Leute und bin denen dann meistens hinterher gedackelt zum Brainstorming. Und habe dann dort irgendwie wild durch die Gegend und quer gedacht und manchmal hatten Leute Ideen dabei und manchmal ist man im Brainstorming auf Ideen gekommen. Aber dieses, ich reise mit meinem eigenen Projekt zu JugendHackt oder ich habe meine Idee, an der will ich arbeiten, das hatte ich eigentlich nie. Obwohl das auch vollkommen legitim ist. Ja, ich glaube, da gibt es auch ganz verschiedene Leute. Also, als ich das erste Mal dabei war, also die Frage kommt von einer Person, die war noch nie dabei. Also erstmal willkommen, schön, dass du uns gefunden hast. Aber ich glaube, es ist auch so, wenn man noch nie dabei war, weiß man ja auch gar nicht, in welche Richtung das irgendwie geht. Und was da, glaube ich, noch so der Mentorenaspekt ist, also zum Beispiel bei Parteiduell, worüber ich jetzt auch schon wieder ganz viel geredet habe, aber
In Frankfurt war Camille dabei, der auch Mentor ist. Und der hat uns auch eigentlich so den Input gegeben. Also ich glaube, dass man da auch nicht so auf sich alleine gestellt ist als irgendwie Teilnehmerin, sondern dass man da auch noch ganz viel Input bekommen kann. Und dann gibt es so Leute wie Noah, die haben eine Projektliste und lesen sie vor. Und dann gibt es Leute wie mich, die irgendwie am Samstag, nachdem wir eigentlich schon mit unserem Projekt angefangen haben, gesagt haben, ich habe doch eine völlig verrückte Idee, wie wäre es, wenn wir doch noch das machen? Also ich glaube, man hat total viel Zeit für die Projektfindungsphase. Normalerweise ist das so von Freitag, so nach dem Abendessen, also so um 9, um 7 oder so, vielleicht bis 9 oder sowas, brainstormt man so ein bisschen in verschiedenen Gruppen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, gibt es immer Politik oder Umweltschutz oder Bildung, genau, also so Überthemen. Da brainstormt man dann erstmal und überlegt sich so ein paar große Ideen. Dann stellt man den anderen vor und kann dann da nochmal ein bisschen drüber diskutieren. Und dann hängen immer so Plakate, also zumindest in den Offline-Jugendhackt-Events, gibt es dann immer Plakate, auf die man noch was schreiben kann. Also jede Idee kriegt erstmal einen Poster und dann kann man da mit Post-it-Notes oder sowas mal was dran kleben und Ideen, Verbesserungsvorschläge oder tolle Idee, würde ich auch gern machen. Und dann erst Samstagmorgen teilt man sich wirklich einer Gruppe zu. Und das finde ich total gut, dass es da so viel Zeit einem irgendwie gelassen wird. Dann ist es nicht, dass man vielleicht ein Projekt hat, das man nicht mag, sondern man kann wirklich das machen, was man möchte. Und das finde ich, das ist total wichtig. Das wäre jetzt ja die erste Frage. Wenn es noch mehr Fragen gibt, stellt die gerne. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Genau, also ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Fragen zu stellen. Genau, und wir haben ja auch schon angefangen, oder Noah, du hast ja schon mal das Stichwort Indien gesagt. Wollt ihr denn einmal so erklären, so was ihr da gemacht habt und was war denn überhaupt Indien so? Warum war Jugendhackt in Indien? Also könnt ihr das einmal so erklären? Noah, willst du, oder? Kann ich machen. Also Jugendhack probiert ja immer so sehr inklusiv zu sein und sie sind das ja auch und probieren also nicht nur verschiedene Geschlechter da möglichst mit einzubeziehen, Leute mit verschiedenen Hintergründen, sondern eben besonders auch Leute, die es vielleicht schwer haben, so an Technologie und Bildung auch ranzukommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Motivation hinter diesem Programm Vernetzte Welten, einfach in Länder zu gehen, wo vielleicht das Angebot noch nicht so wahnsinnig ausgereift ist. Genau, und dann... Wow. Genau, aber ich glaube, also zum Beispiel, es gibt ja auch letztes Jahr, glaube ich, war ja auch eine Gruppe in... Wo waren die? Taiwan, Korea. Genau, also auf jeden Fall in Ostasien. Und ich glaube, das ist ja generell unter diesem ganzen Aspekt so... In Tokio und so. Okay, gut. Ja. In weißen Ländern liegt die schon irgendwie weiter fortgeschritten sind. Genau, aber ich finde, das ist total die coole Möglichkeit, die es da gibt, dass man auch einfach Leute aus anderen Kulturen kennenlernt über diesen Informatikaspekt. Ich meine, hat man noch mal gleich was, worüber man reden kann, was, glaube ich, Gold wert ist. Und genau, es war jetzt ja auch ein Mädchen, die in Indien an dann dem Hackathon teilgenommen hat, war jetzt auch letzten Samstag beim Online-Hackathon dabei. Das fand ich auch sehr cool, dass es so noch weiter bestehen geblieben ist. Jana, wie lief das denn da mit dem Mentoring? Also ihr habt ja schon mal so gesagt, so ja, ihr musst, so Indien war für euch so eine definierende Zeit irgendwie. Kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was das so besonders gemacht hat? Ja, also bei den Jugendhack-Events in Deutschland gibt es immer eine Teil von den Gruppen, die irgendwie Jugendhack-Touristen sind oder die öfter schon bei Jugendhack dabei waren. Und ein Teil sind halt neu. Und das macht es relativ einfach, weil man hat meistens eine Gruppe, die irgendwie 50-50 ist. An Leuten, die schon mal bei einem Hackathon dabei waren, die programmieren können und Leute, die halt komplett neu sind. Nur in Indien war das ja nicht so, weil die kannten ja Jugendhack nicht, weil wie sollen sie auch überhaupt Jugendhack kennen? Das kommt ja aus Deutschland. Das heißt, wir waren 5 Deutsche und jeder von uns hatte eine Gruppe. Das heißt, wir waren ein Mensch auf irgendwie, ich meine, in Delhi waren wir irgendwie 5, 6 in der Gruppe und in Kolkata waren wir mehr, da waren wir irgendwie 8, 9. Das heißt, wir hatten einen Menschen, der Jugendhack kannte und die anderen nicht.
Und die Teilnehmer kamen außerdem vom Goethe-Institut. Die wurden danach ausgesucht, dass sie Deutsch lernen, weil das Goethe-Institut sich ja dafür einsetzt und nicht unbedingt dafür, wie viele Programmierfähigkeiten die haben. Was es natürlich auch nochmal von Hürde gestellt hat, aber am Ende kamen trotzdem, fand ich, ziemlich coole Projekte raus. Und es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung irgendwie, mit Leuten zu arbeiten, die aus einem anderen Kulturkreis kommen und auch zu versuchen, Probleme irgendwie mit Technologie zu lösen, die sie in ihrem Alltag haben. Das fand ich echt interessant und war eine sehr bereichernde Erfahrung, ja. Okay. Genau, wir haben sogar noch eine Frage bekommen. Muss man als Mentorin programmieren können? Was würdet ihr dazu sagen? Tja, also eigentlich nein, weil nein, so. Die ausführliche Variante ist, beim Jugendhackt stellen sie am Anfang oft die Mentoren erstmal vor, erzählen so ein bisschen, was sie können, was sie machen, wo sie eigentlich herkommen. Und dann gibt es manche auch Mentoren, die stellen sich vorhin hin und sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Programmieren, ihr könnt alle viel mehr als ich in diesem Aspekt. Aber das ist nicht das einzig Wichtige bei Jugendhack. Wir haben ja vorhin schon angefangen, so ein bisschen über den sozialen Aspekt zu sprechen und auch Jana hat schon erwähnt, dass es eigentlich auch total wichtig ist, dass man irgendwie eine Gruppe leiten kann. Und es gibt auch viele Mentoren und Mentorinnen, die einfach nur sagen, ich kann zwar nicht programmieren, aber dafür kann ich euch helfen, dass ihr alle gut zusammen programmieren könnt. Und die sorgen dafür, dass der Gruppenzusammenhalt passt und genau, dass die Leute schön zusammenarbeiten und sich gegenseitig verstehen. Genau, und ich glaube, was da auch noch wichtig ist, ist, dass es ja so ein Projekt besteht natürlich irgendwie so aus so, würde ich sagen, vielleicht so drei großen Komponenten. Einmal ist es ja wirklich so das inhaltliche Arbeiten, so das Programmieren. Aber dann einmal ist es ja auch immer anwendungsbezogen. Also die wenigsten Sachen sind ja rein technisch. Also habe ich jetzt vielleicht bei Jugendhack so ein, zwei Sachen gesehen, die sich wirklich selber mit Technik befasst haben. Weil die meisten haben ja irgendwie vielleicht einen politischen, einen sozialen, einen Umwelthintergrund. Und ich glaube, es ist auch total viel wert, ist, wenn man darüber Sachen weiß. Oder, also ich meine, das sind ja auch Sachen, die man vielleicht so einfach weiß, aber die für einen selber selbstverständlich sind. Aber für vielleicht 13-, 14-Jährige, die noch nie dabei sind, waren, ist vielleicht auch einfach diese Information total wichtig. Und ich glaube, deshalb ist es total gut, auch Mentorinnen zu haben, die so ein bisschen nicht in dieser rein Informatik-Bubble drinstecken, sondern die von außen drauf gucken können und vielleicht auch sagen so, ich verstehe das jetzt noch nicht oder könnt ihr mir das nochmal erklären oder halt auch auf ethische Sachen hinweisen oder sowas. Also ich weiß, als ich und Jana in München waren, hatten wir auch ein Projekt, wo wir vielleicht mal ein bisschen so Ethikberatung für gebraucht hatten. Also haben wir schon 4 Stunden diskutiert, ob das ein okayes Projekt ist. Genau, ich glaube, dass man deshalb ganz viele Sachen dahin mitbringen kann und dass es gar nicht sein muss, dass man sein ganzes Leben lang programmiert oder eine Programmierkarriere oder sowas hat. Ich glaube, Am Ende ist es sowieso illusorisch zu denken, dass man auch nur ansatzweise besser ist als die Kinder, die da sind, weil das sind 13-Jährige, die einfach Sachen machen, wo kein Mensch folgen kann, auch kein Mentor, der da ist. Und die brauchen dann vielleicht gar keinen technischen Mentor, weil die sowieso schon genau wissen, was sie da machen. Aber dann jemanden zu haben, der meint, denkst du auch an deine Gruppe, kommt die auch hinterher? Was baust du da überhaupt? Das ist ja auch total wertvoll. Am Ende wird Jugendhack nicht funktionieren, wenn man nur rein technische Mentoren hätte oder wenn man nur rein pädagogische Mentoren hätte. Ich glaube, die Mischung macht es da so ein bisschen. Genau, aber was ich immer noch gut fand, ich glaube, dass auch oft in meinen Teams dann die Mentoren so darauf geachtet haben, dass wir dann auch zum Essen gehen und dass wir rausgehen und dass wir mal eine Laptop-Pause machen. Und selbst wenn man sagt, ich weiß nichts über Anwendung von Informatik, ich weiß nichts über Informatik, ich glaube, hat man immer noch einfach den Skill, dass man von außen drauf gucken kann und erkennt, wenn Jugendliche zu viel Koffein trinken und nicht rausgehen. Das ist, glaube ich, immer wichtig, auch solche Leute zu haben, die einfach so ein bisschen so die Erziehungsleute spielen. Genau, und das ist ja normalerweise nichts, das so Teilnehmer, Mentoren machen, sondern das ist dann ja wirklich so die Aufgabe der offiziellen Leute. Ne? Das ist eigentlich so der Grund, warum ich zu Jugendhack fahre, damit dort mir niemand sagt, was ich machen soll und was nicht und damit ich eben so wenig schlafen kann, wie ich will, dann kommen manchmal Mentoren und sagen so, nee, nicht noch eine Mate, nee, geh ins Bett, nee, mach mal dein Laptop zu. Naja,
Ich meine, es ist natürlich gut gemeint und es ist wahrscheinlich auch gesünder für mich, aber naja, begeistert bin ich von der Idee trotzdem nicht immer. Ich glaube aber trotzdem ist es im Interesse aller, wenn man morgens aufstehen kann und nicht völlig fertig sitzt und tagsüber schläft, wenn man die ganze Nacht durchprogrammiert hat. Also ich glaube, gibt da ja auch viele, viele gute Gründe für und ist auch gut, dass es solche Mentoren gibt. Da glaube ich so ein bisschen aufpassen. Genau. Ich würde sagen, jetzt ist so die letzte Chance, noch eine Frage zu stellen oder mehrere. Genau, muss auch vielleicht gar nicht zum Thema Mentoring sein, wenn es sonst noch Fragen zu Jugendhakt gibt oder zu den beiden, zu irgendwas, über das wir geredet haben, schreibt doch einfach nochmal auf Twitch. Dann können wir jetzt bestimmt noch so, wenn es noch Fragen gibt, noch so 3 oder sowas beantworten. Genau, und wie war das oder wie ist das denn so für euch? Fühlt ihr euch so ein bisschen so anders als andere Teilnehmer oder würdet ihr so, das ist eine sehr merkwürdig formulierte Frage, aber habt ihr manchmal so das Gefühl, dass vielleicht Leute, die das erste Mal dabei sind, so ein bisschen verwirrt sind, was so euer Status ist? Und wie könnte man das vielleicht verbessern in der Zukunft? Also das ist ganz klar so, wir sind TeilnehmerInnen, aber helfen auch gerne. Also fällt euch da vielleicht ein, wie man das auch manchmal aus offizieller Seite vielleicht so ein bisschen besser gestalten könnte? Also ich finde eigentlich, dass es gar nicht nötig ist, das so zu trennen. Also ich finde das manchmal ein bisschen schade, wenn man irgendwie so sagt, das hier ist Teilnehmer und das ist Mentor. Oder das ist manchmal so ein bisschen wie, das ist Lernender und das ist Lehrender. Aber das ist so ein bisschen dieses hierarchische Prinzip aus der Schule. Und das finde ich gar nicht so cool. Also ich sage eigentlich immer mal so, dass ich noch nie irgendjemandem was beigebracht habe, ohne dabei selber auch was zu lernen. Man lernt immer voneinander und ich denke, dass es diese klare Trennung eigentlich nicht braucht und dass Jugendhackt eigentlich auch ein guter Rahmen ist, um diese Grenzen ein bisschen verschwimmen zu lassen. Da stimme ich nur zu. Also ich fände auch einen gesonderten Status so nach dem Motto, wenn du 10-mal auch bei Jugendhackt warst, wirst du Jugendhackt-Gold-Member oder sowas, finde ich ein bisschen scheiße. Vor allem, weil das will ich ja auch gar nicht sein. Ich glaube, wenn man zu dem Event fährt und da schon ankommt und gefühlt seine 5 Buddies kennt und Best Friends mit denen ist, ist das, glaube ich, schon genug Absonderung und genug Einschüchterung für alle Leute, die neu dabei sind. Und da muss man nicht auch noch mit so einem schönen fetten Gold-Sticker oder sowas rumrennen. Also. Ja, also so zum Beispiel, was ich so, also es gibt, wenn man bei Jugendhackt teilnimmt, gibt es immer am Anfang so der Projektphase so Sticker, weil die hat ja Noah auch schon geredet. Genau, und da ist ja immer so, was ich machen möchte. Vielleicht wäre irgendwie mal eine Idee, dass man draufschreibt, so, dazu kann ich dir auch was erzählen oder sowas. Also so, dann hat man klar so, man ist irgendwie Teilnehmer und möchte sich nicht absondern. Ich glaube, das ist auch, da muss man aufpassen, dass es manchmal nicht so wirkt, dass es, ich habe alle, oder genau, was du ja auch schon meintest, vielleicht mit den MentorInnen, dass dann da irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Konflikte entstehen könnten, wenn so die das nicht richtig geklärt ist. Genau. Ich glaube, dass es keine Frage mehr gibt. Also habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Falls es doch noch eine Frage geben sollte, schieben wir die einfach noch der Abschlussfrage hinterher. Genau. Meine Frage ist, was sind eure Tipps für andere Jugendhackt-Teilnehmer, die schon irgendwie ein paar Mal dabei waren und selber sagen, okay, ich habe dieses Wissen, ich möchte das irgendwie weitergeben. Habt ihr da Tipps, wie man sowas gut machen kann? Also jetzt so Tipps, wie man gut anderen Leuten was beibringt oder eher Tipps, wie man dazu kommt, anderen Leuten was beizubringen? Beides. Okay, also zu zweiterem würde ich sagen, seid aufmerksam, guckt euch in eure Gruppe um. Es gibt oft, dass einfach irgendjemand sagt, wie geht denn das jetzt? Ich bin sehr leise, das ist aber nicht cool. Aber hört man mich trotzdem? Na gut, okay. Ich rede einfach ein bisschen lauter, vielleicht geht es ja dann. Also, genau, wie gesagt, seid aufmerksam. Es sagt einfach immer mal jemand, Hilfe, ich komme hier gerade nicht weiter, und bevor dann einfach ein Mentor kommt und dem dann hilft oder ihr dann hilft, dann helft einfach selbst. Geht hin und sagt, ah, das kann ich. Oder auch wenn ihr einfach durch Jugendhackt an den anderen Projekten vorbeigeht,
Es ist ja auch oft so, dass bei den Präsentationen ganz am Anfang Leute schon sagen, oh, da fehlt uns noch was, da wissen wir noch nicht, wie wir das umsetzen sollen. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einfach, wenn ihr an den Projekten vorbeigeht, seht ihr vielleicht ein Projekt, wo ihr sagt, vielleicht kann ich damit nicht so viel anfangen, aber ich kenne mich extrem gut aus mit dem, was die machen wollen oder mit dem, was die brauchen. Dann setzt euch dazu, um den anderen Leuten das beibringen zu können. Und so mein Leitmotiv, wenn ich selbst anderen Leuten was beibringe, ist, dass man am meisten lernt, wenn man selber probiert. So lerne ich auch am besten, wenn ich einfach Dinge kaputt mache und dadurch schaue und rausfinde, was man machen müsste, damit sie nicht kaputt gehen. Oder manchmal finde ich dann auch raus, wie man sie effektiv kaputt bekommt, aber das ist ja nicht immer das Ziel. Genau, aber deswegen, wenn ich jemandem was beibringe, dann sage ich immer, probier es, mach selber. Es gibt so viele Leute, die fragen mich immer, geht das denn so? Kann ich das denn so machen? Da sage ich, mach doch einfach. Gerade beim Programmieren kann man meistens nicht so viel kaputt machen. Das ist irgendwie auch das Coole daran. Ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, vor allem aufmerksam zu sein innerhalb seiner Gruppe. Ich finde Stand-Ups unglaublich praktisch dafür, wenn man wirklich alle 2 Stunden durchgeht und schaut, was hat jeder in der Gruppe geleistet. Und wenn man dann merkt, okay, diese eine Gruppe hängt seit 2 Stunden an diesem Problem, kann man sie fragen, wollt ihr noch mehr, also wollt ihr es selber herausfinden? Und dann kriegt man vielleicht ein Ja zurück und dann muss man halt warten, bis die Gruppe es rausgefunden hat. Oder man fragt, okay, wollt ihr, dass ich euch das jetzt einmal zeige? Und dann zeigt man es denen halt. Offen zu sein, auch wenn die Projekte vorgestellt werden, welche Technologien benutzt werden und einfach schon am Anfang direkt ein bisschen ein Auge drauf haben. Ich meine, man merkt ja, wenn jemand zum ersten Mal bei JugendHackt ist oder einfach sehr still und schüchtern in einer Ecke sitzt, dann einfach direkt auf die Person zu gehen und die typischen JugendHackt-Fragen zu stellen. Woher kommst du? Warum bist du hier? Woran willst du arbeiten? Was hast du bisher gemacht? Und dadurch eröffnet sich dann meistens ein Gespräch und die Leute sind dann auch direkt, ich weiß nicht, so ein bisschen Teil von der Gruppe. Genau. Doch, das finde ich auch. Und ich finde, das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Abschluss. Wir haben aber trotzdem noch eine Frage, aber die kann ich sogar beantworten. Genau, ob es irgendwelche Statistiken dazu gibt, welche Programmiersprachen denn auf JugendHackt-Events so am meisten benutzt werden. Und ich kann einfach mal so aus meiner Erfahrung reden. Also es ist ganz viel JavaScript, weil es viele so Webseiten und sowas gibt und Anwendungen. Genau, das würde ich sagen, ist das ein bisschen so das meistbenutzte, aber man muss es auch nicht können. Man kann das ja in jeglichen Sprachen machen, wie man möchte. Sonst wird noch Python viel benutzt, vor allem für Backends, also so das, was dann sagen die Daten sendet und verarbeitet und sowas. Also so ein bisschen so dieses, mechanisch ist das falsche Wort, aber sozusagen, das kann man sich manchmal so ein bisschen vorstellen wie so eine Mühle oder sowas, die verarbeitet so die Daten. Genau, dafür wird Python auch ganz viel benutzt. Und genau, obwohl es keine Programmiersprache so ist, sondern eine Markup-Language, natürlich so HTML wird auch immer ganz viel benutzt. Und sonst, was ich in letzter Zeit noch viel mitbekommen habe, ist, dass Dart sehr viel benutzt wird von so einer Gruppe von Leuten. Genau, weil darin kann man auch so Apps ganz gut schreiben. Genau, das sind noch so ein paar Sachen. Und ich glaube, bei Sprachen oder bei Programmiersprachen ist, glaube ich, Mentoring auch mal sehr wichtig. Weil man kann nicht alle Aspekte so auf einmal lernen, sondern dann kann man sowas machen, so Peer-Programming heißt das. Sitzt man zu zweit an einem Laptop, eine Person tippt und die andere denkt. Und ich glaube, das ist so eigentlich so eine der einfachsten Formen des Mentorings. Ich glaube, so habe ich auch ganz viel gelernt, dass ich getippt habe und irgendwie mir gesagt wurde, einerseits, was ich machen soll, aber gleichzeitig konnte ich auch selber irgendwie gucken und dann tauscht man und dann hat man einmal nochmal so eine zweite Fehlerkorrektur drin, aber man hat auch so ein sofortiges Ergebnis des Mentorings und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Also vielleicht für Leute, die denken, ich möchte Leuten ein bisschen mehr beibringen. Ich glaube, mit Peer-Programming kann man ganz gut anfangen. Das ist so eine sehr niederschwellige Art des Beibringens. Genau. Ich glaube, dass es das auch schon war. Also ich freue mich total, dass ihr beide hier wart und dass wir über doch so ein wichtiges Thema reden können und dass JugendHackt ja irgendwie auch, ich weiß nicht, nichts anderes als irgendwie eine Uni-Vorlesung wäre. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen so die Essenz von JugendHackt, dass man sich gegenseitig hilft und dass man alle zusammen lernen und dass es nicht nur so was Technisches ist, sondern auch so was ganz Großes Soziales, das aber auch von den Teilnehmern getragen wird. Deshalb freue ich mich total, dass
so es funktioniert hat, dass wir hier alle reden konnten. Genau, wenn ihr noch irgendwas sagen wollt, ist jetzt die Möglichkeit und sonst verabschiede ich mich schon mal. Zwei Sachen. Erstens, wenn man auf irgendeine ganz komische, wenn man sagt zum Beispiel, Elm ist total sein Ding oder R oder K oder irgendeine ganz absurde Programmiersprache, die Chancen stehen hoch, dass irgendjemand in der Jugendhack-Community das auch absolut feiert und man ihn bei einem Jugendhack-Event trifft. Also dann erst recht zu Jugendhack kommen. Und zweitens, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die schöne Moderation, Liv. Und falls ihr immer noch nicht genug habt von Jugendhack, nicht Präsentationen, aber auch Präsentationen und Interviews, gibt es einmal am Sonntag um 13 Uhr die Projektvorstellung aus Halle, das ist auf jugendhack.org/live, wie auch jetzt. Genau, guckt da einfach mal vorbei. Und dann ist auch noch morgen von der Gesellschaft für Informatik ein Hack the Summer Web Talk zu den Nachhaltigkeitszielen. Genau, dort werden zwei Leute, die was mit Raumfahrt und Astronautinnen zu tun haben, interviewt, was auch von Jugendhackt mit unterstützt wird. Also das ist sicherlich auch noch sehenswert. Genau, dann vielen Dank fürs Zugucken und vielleicht bis zum 8. Web-Talk, der gerade noch vorbereitet wird, der aber sicherlich auch bald kommen wird. Tschüss!